Ja, viele Neuerungen gegenüber den Vorgängern bieten die beiden iPhone 6s Modelle ja nicht. Optisch sind sie sogar völlig identisch. Doch das, was Apple verbessert hat, das finden wir tatsächlich ziemlich cool. Und wir haben beide Modelle jetzt im Test. Wie eingangs erwähnt, optisch hat sich nicht viel getan, wie ich euch anhand der kleineren Modelle jetzt eigentlich mal einmal zeigen werde. Und zwar an der gleichen Position ist weiterhin das SIM-Karten-Slot genauso wie der Home-Button. Auch auf der Unterseite ist alles komplett identisch, Lautsprecher, Lightning-Anschluss und die Klinkenbuchse. Auf der Rückseite weiterhin die Kamera an der gleichen Position, genau wie die wie der Dual-Blitz. Apple-Logo natürlich, die ganzen Streifen, also die ganzen Kunststoffstreifen, wo die Antennen stecken, sind identisch. Genauso wie die linke Gehäuseseite, alles gleich geblieben. Und was mit bloßem Auge nicht auffällt, ist, dass die beiden neuen Modelle 0,2 mm etwas dicker sind und sie wiegen etwas mehr. Das merkt man aber erst, wenn man beide Modelle im direkten Vergleich in der Hand hält. Das große Modell wiegt sogar 20 Gramm mehr, das kleinere iPhone 6s 14 Gramm mehr als der Vorgänger. Neu ist jetzt die vierte Farbe Rosé Gold, die ich jetzt leider nicht zur Verfügung habe. Sehr dezent gehalten, nicht so kitschig, deswegen eigentlich recht schick. Gehen wir gleich zum Display über, auch da hat sich nicht viel geändert. 4,7 Zoll beim iPhone 6s, auch die Auflösung ist gleich geblieben. 326 ppi Pixeldichte und beim größeren Modell, beim iPhone 6s Plus, 5,5 Zoll in der Bilddiagonalen und eine Full HD Auflösung, also 401 ppi Pixeldichte. Ja, das Wettrüsten um noch mehr Pixel, beispielsweise QHD-Auflösung oder sogar 4K, geht Apple nicht mit, ist auch gar nicht verkehrt, denn mehr Pixel bedeuten auch gleichzeitig mehr Grafik- und CPU-Leistung, die in Anspruch genommen wird und das wirkt sich wiederum negativ auf die Akkulaufzeit aus. Deswegen ist das total in Ordnung. Ich meine, die Displays sind immer noch sehr scharf, hell und absolut ausreichend. Das war jetzt eher der Praxisteil. Im Labor gibt es aber auch keine Überraschungen, denn der Farbraum deckt den sRGB-Standard mit fast nahezu 100% ab. Außerdem ist die Helligkeit mit über 400 Candela pro Quadratmeter recht ordentlich. Auch die Kontrastwerte mit 1400 und 1600:1 sind sehr ordentlich. Wie von Apple gewohnt, das Display ist richtig top. Und doch gibt es noch eine Neuerung, und zwar die Technik 3D Touch. Das bedeutet, das Display misst jetzt sozusagen die Kraft, mit der ihr Druck auf die Glasoberfläche ausübt. Diese Technik kommt auch schon bei der Apple Watch zum Einsatz und nennt sich dort Force Touch. Das Coole bei 3D Touch ist, dass das Display drei verschiedene Druckstufen erkennen kann, leicht, mittel und schwer. Und genau damit könnt ihr verschiedene und schnellere Befehle ausführen. So zum Beispiel bei der Kamera, das zeige ich euch jetzt mal anhand des Großen, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Wenn ich die Kamera starte, drücke ich halt einmal leicht drauf, das seid ihr ja schon gewohnt von den ganzen Vorgängermodellen. Wenn ich jetzt aber etwas stärker da drauf tippe, kann ich direkt verschiedene Funktionen auswählen, wie beispielsweise ein Selfie aufnehmen oder ein Video machen oder die Slow-Motion-Funktion nutzen. Vorher muss ich halt immer erst die Kamera starten und dann halt hier unten beispielsweise die verschiedenen Modi auswählen. Außerdem kann ich auch so bei der Karten-App, wenn ich feste drauf drücke, gleich einen Heimweg antreten oder einen Standort markieren. Bei der Uhr kann ich auch gleich einen Wecker stellen und in der Kalender-App beispielsweise, wenn ich in der Monatsansicht bin, kann ich, wenn ich etwas fester drauf drücke, direkt meine Tagesansicht sehen, also direkt die Vorschau, was am Tag so stattfindet. Wenn ich noch einmal etwas fester drauf drücke, kann ich dann gleich diese Ansicht starten und beispielsweise einen neuen Eintrag anlegen. Ja, die Technik bedarf etwas Gewöhnungszeit, auch ich brauche etwas, bis ich die ganze Funktion tatsächlich auch genutzt habe. Wenn man es aber nutzt, dann ist es richtig cool, weil es spart einfach Zeit. Kommen wir zur Leistung. Apple integriert natürlich eine neue CPU-Generation, in diesem Fall den Apple A9-Chip. Der soll eine bis zu 70% höhere Rechenleistung aufweisen und eine bis zu 90% höhere Grafikleistung gegenüber dem A8-Chip im Vorgängermodell. Unsere Benchmarks Geekbench 3, GFX Bench und 3D Mark zeigen tatsächlich eine bis zu 58% höhere Rechenleistung sowie eine bis zu 87% höhere Grafikleistung, also echt ordentlich. Die Zahlen und Daten sind zwar schön und gut, doch viel wichtiger ist das, was die Praxis zeigt. Und hier stellen wir tatsächlich einen kleinen Geschwindigkeitsboost fest, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass das iPhone 6s 6 langsam ist, sondern beide Modelle sind ungefähr gleich. Einen Tick schneller ist das iPhone 6s trotzdem. Außerdem sind die Ladezeiten von Webseiten einen Tick schneller, ganze 44% sogar laden die Webseiten schneller. Außerdem sind jetzt die Übertragungsraten im WLAN-Netz sogar schneller geworden, weil der AC-Standard besser ausgenutzt wird. Ja, die beiden iPhone 6s Modelle, die gleiche Hardware aufweisen, sind tatsächlich schneller als die Vorgängermodelle, sogar sehr ordentlich und damit gehören beide Modelle auch wieder zu den schnellsten Smartphones auf dem aktuellen Markt. Besonders wichtig, und das wisst ihr ja auch, ist der Akku in so einem Smartphone. Und interessanterweise ist die Kapazität in den neuen Modellen sogar kleiner als beim Vorgänger, während andere Konkurrenzmodelle einen deutlich größeren Akku in der Regel aufweisen. Beim 6S Plus haben wir jetzt eine 2750 mAh Batterie statt 2915 und das iPhone 6S bietet eine Kapazität von 1715 statt 1810.
Man sollte jetzt denken, mehr Features, bessere Hardware bedeuten bei einer kleineren Akkukapazität auch weniger Akkulaufzeit. Doch da kann ich euch beruhigen, die Akkulaufzeit der 6S-Modelle ist genauso lang wie bei den Vorgängermodellen. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag über im Internet surfen, telefonieren, SMS schreiben, wer das heutzutage noch macht, und E-Mails nachschauen. Spielen ist auch noch drin, doch wenn ihr zu viel spielt, muss das Smartphone natürlich ein bisschen früher an die Steckdose. Ansonsten reicht es, wenn ihr die iPhone 6S Modelle am Abend ans Netz hängt. Apple verbessert die Kamera in den neuen iPhone 6S Modellen. Statt 8 Megapixel haben wir jetzt sogar 12 Megapixel und unsere Praxis-Fotoergebnisse zeigen einen Hauch schärfere Ergebnisse und natürlichere und hellere Farbtöne. Die Unterschiede sind jetzt aber nicht so gewaltig, weil schon die Kamera im iPhone 6 Modell sehr gut war. Neuerungen gibt es auch in der Kamerasoftware, das heißt, es gibt die Funktion Live-Fotos, sprich wir machen ein Foto von einem sich bewegenden Objekt, wie mir beispielsweise, und Live-Fotos oder die Kamera nimmt sozusagen einen Teil vor und einen Teil nach dem tatsächlich aufgenommenen Foto auf. Beispielsweise mich beim Tanzen, wenn ich jetzt das hier andrücke, das Foto, sieht man, dass ich davor und danach mich eben auch bewege. Und das heißt, die Fotos werden lebendig, laut Apple. Neu ist auch die Blitzfunktion bei der Frontkamera. Die hat übrigens 5 Megapixel. Wenn ich auf das Blitzsymbol drücke, kann ich den Blitz auswählen und aktivieren. Das erkennt ihr an dem Symbol. Wenn ich ein Foto von mir selber mache, seht ihr, dass das Display kurz aufhält. Das ist vor allem wichtig, wenn eben die Umgebungshelligkeit sehr gering ist. Außerdem ist neu, dass ihr jetzt auch 4K-Videos aufnehmt. Das heißt, ihr müsst aber erstmal in die Einstellungen gehen, weil standardmäßig ist Full HD ausgewählt bei 30 Frames. Wenn ihr in die Einstellungen, ich kann es nochmal ganz kurz zeigen, in die Einstellungen unter Foto und Kamera und der Video aufnehmen, könnt ihr dann 4K bei 30 Frames eben auswählen. So viel zu den Neuerungen. Natürlich setzt Apple weiterhin auf bekannte Technik, die auch im Vorgängermodell zum Einsatz kommt, wie den Fingerprint-Sensor hier unten im Home-Button, schnelles LTE und Apple Pay über NFC, das leider hierzulande noch nicht verfügbar ist. Ja, damit haben wir auch die wichtigsten Punkte abgehakt und kommen jetzt zum Fazit. Ja, die iPhone 6S Modelle sind tatsächlich besser als die Vorgängermodelle. Der Abstand zu den Vorgängermodellen ist aber so gering, dass man als iPhone 6 Besitzer nicht unbedingt wechseln muss. Außer ihr wollt jetzt unbedingt mit Roségold rumlaufen oder ihr findet die für die Technik so geil. Besitzt ihr aber noch ein iPhone 5S, dann solltet ihr vielleicht schon den Schritt wagen zum iPhone 6S, weil die Performance doch erheblich schneller geworden ist, außerdem ist die Kamera besser und das Display ist eben größer. Es gibt wieder drei Speichergrößen, 16, 64 und 128 GB, dementsprechend sind auch die Preise unterschiedlich. Das iPhone 6S kostet zwischen 739 und 959 Euro und das iPhone 6S Plus zwischen 849 und 1069 Euro. Yo, das ist teuer, aber die Konkurrenten haben mittlerweile auch aufgeholt, sind in einem ähnlichen Preissegment und für den Preis bekommt ihr eben ein sehr schickes, hochwertiges und performantes Smartphone. Wie ist eure Meinung zu den aktuellen iPhone 6S Modellen? Habt ihr vielleicht sogar schon eins oder habt ihr vor, eins noch zu kaufen? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da.